Ihr wisst, ich bin ein Fan von Warren Buffett. Jetzt habe ich aber einen Hedgefondsmanager gefunden, den man als eine Art Warren Buffett auf Steroiden bezeichnen könnte. Und genau den stelle ich euch in diesem Video heute genauer vor. Gleich geht's los. Sei gegrüßt, liebe Börsianer, willkommen auf meinem Aktienkanal. Tja, im Aktienreport vergangenen Samstag hat Michael Kissig seinen Namensvetter bereits ausführlich vorgestellt. Michael Burry hat die faszinierende Geschichte erzählt von Michael Burry, wie er frühzeitig auf den Zusammenbruch des US-Hypothekenmarktes gesetzt hat und damit quasi die Weltfinanzkrise 2008, 2009 antizipiert hat, dabei richtig reich geworden ist, die Story aufbereitet im Aktienreport vom vergangenen Samstag, übrigens mit dieser großen Short-Wette auf Tesla. Einfach unten auf den www.aktien-report.de Link klicken und ihr könnt sofort auf unser Archiv mit dieser Story zugreifen, vollkommen kostenlos, könnt in Ruhe nochmal alles nachlesen. Und ich gebe ganz offen zu, ich bin ein Fan von Burry, erstens, weil er eben nicht vor unpopulären Trades zurückschreckt, ein exzellenter Analytiker ist auch, und zweitens, weil er eben auch bereit ist, mit eigenem Kapital ins Risiko zu gehen. Put your money where your mouth is, sagen die Amerikaner dazu. Und weil viele von euch das offenbar ähnlich sehen, wir haben sehr, sehr viele positive Rückmeldungen auf diesen Burry-Artikel vom vergangenen Samstag bekommen, möchte ich heute mal das Portfolio von Burry noch im Detail mit euch zusammen anschauen. Zunächst fällt natürlich auf diese riesige Tesla-Short-Position. Die hat er schon am 3. Dezember übrigens aufgemacht. Da stand die Aktie bei $560 ungefähr. Gestern oder am Donnerstag schloss sie bei über $680. Das heißt, er befindet sich damit 20% im Minus aktuell. Und das, obwohl er die Aktie mit fast 40% gewichtet hat im Depot. Das ist echt mal ein Wort, 40% der Tesla Short. Wobei man sagen muss, er geht da über Option oder ist über Optionsscheine, über Putzshort gegangen, nicht direkt Short. Das heißt, im schlimmsten Fall kann er seinen kompletten Einsatz zwar verlieren, aber er kann nicht noch mehr verlieren als seinen Einsatz. Und die Gefahr besteht ja immer, wenn man direkt Short geht bei einer Aktie. Diejenigen, die GameStop geshortet haben, die könnten davon ein Lied singen, zum Beispiel Melville Capital, der Hedgefonds, der quasi gerettet werden musste vor dem Untergang wegen seiner GameStop-Short-Position. Also insofern hat sich Burry natürlich abgesichert, dass er nicht mehr als diese knapp 40% verlieren kann. Und das Interessante an dieser Short-Positionierung finde ich einfach, dass er die quasi gehedged hat über Calls, also über Optionsscheine, mit denen er auf steigende Kurse setzt bei Alphabet und Facebook. Die hat er zusammengenommen auch mit 24% gewichtet, also diese Calls auf Alphabet und Facebook. Und die Idee dahinter ist einfach, dass er sich sagt, okay, wenn die Märkte wirklich weiter steigen, wenn ich falsch liegen soll, dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eben auch Alphabet und Facebook weiter steigen. Und ich bin davon überzeugt, dass die aufgrund ihrer moderaten Bewertung dann mindestens genauso stark steigen würden zukünftig wie Tesla. Wenn der Markt aber fällt, würden sie meiner Ansicht nach eher weniger fallen als Tesla, eben weil sie nicht so dramatisch überbewertet sind wie Tesla. Finde ich eine ganz spannende Herangehensweise. Und natürlich kommen dann seine Zinswetten noch dazu. Er hat über bestimmte Derivate, über sogenannte gehebelte Langfristzins-ETFs, wo einerseits long gegangen ist bei den Puts und short gegangen ist bei den Calls. Also da zieht er quasi seine Zinswette durch seine Wette auf steigende Zinsen. Und das ist natürlich für eine Art Makrowette. Also da versucht er quasi den Erfolg von damals vor der Weltfinanzkrise mit dem Zusammenbruch des US-Hypothekenmarktes, versucht er da jetzt quasi zu wiederholen, indem er eben auf diese stark steigenden Zinsen setzt. Dazu kommt dann noch als große Position eine Short-Position auf den iShares Russell 1000 Growth ETF, Kürzel IWF. Also das ist eine Art Wachstumsindex, wo kleinere Wachstumswerte, Technologieaktien viel enthalten sind. Werte aus der zweiten und dritten Reihe, die extrem gut gelaufen sind teilweise. Und da sprach er dann von einer Art Blow-Off-Top in all things. Also er sagte, er sieht Spekulationsexzesse in den verschiedensten Anlageklassen. Was mir natürlich, oder diese These ist bei mir auf offene Ohren gestoßen, denn ich habe ja selber zwei Videos dieser Art gemacht. Eins Mitte Januar und eins am 7. März, kann ich euch nochmal unten verlinken, mit dem Titel Ende des Tech-Aktien-Booms, wo ich im Prinzip fast die gleiche Wortwahl gebraucht habe mit diesem Blow-Off-Top, kannte damals aber die These von Burry selber noch nicht. Und ich denke, was wir auf jeden Fall von Burry lernen können,
ist, es geht an der Börse auch immer darum, bevor ich spekulative Positionen eingehe, zu überlegen, was passiert eigentlich, wenn ich falsch liege? Wie geht es mir, wenn ich falsch liege? Wie kann ich mich zumindest teilweise absichern für den Fall, dass ich falsch liege? Und das macht Burry vorbildlich meiner Ansicht nach. Und das zeigt, er behält die Demut vor dem Markt, trotz seiner großen Erfolge, die er gefeiert hat. Und übrigens hegt er wohl auch Sympathien für Warren Buffett und Charlie Munger. Das klingt immer wieder durch. Zum Beispiel Kryptowährungen sieht er eben auch als eine sehr große Spekulationsblase. Und sie haben auch im Portfolio was gemeinsam, nämlich die Aktie von Kraft Heinz, dem Ketchup- und Soßenhersteller, US-Kürzel KHC. Der hat ja schwierige Zeiten hinter sich und Burry geht hier aggressiv über Call-Optionsscheine long, während Buffett ja Kraft Heinz als Aktie sehr hoch im Depot gewichtet hat. Dann gleiche Kategorie nochmal CVS, eine große amerikanische Apothekenkette. Auch hier ein klassisches Value-Investment. Auch hier geht Burry via Calls aggressiv long. Die Gewichtung insgesamt bei diesen beiden Aktien, Kraft Heinz und CVS, etwas über 5% zusammen. Und das Spannende dabei ist, was zusätzlich spannend ist, dass er quasi mit diesen 8 oder dass diese 8 größten Positionen im Portfolio 87% Gewichtung haben. Es gibt noch einen Call of Network Appliances, das ist so eine Art eine Tech-Dino aus dem Bereich Speichertechnologie. Wenn wir die noch mit dazu nehmen, den Call of NetApp, US-Kürzel NTAP, dann sind wir bei fast 90% Gewichtung mit den 9 größten Positionen. Und sowas ist auch ganz typisch für viele große, erfolgreiche Anleger. Sie bauen normalerweise ein sehr konzentriertes Portfolio auf. Viel Commitment, wenn Sie von etwas überzeugt sind, dann investieren Sie auch im großen Stil in diese Papiere. Auch da eine große Gemeinsamkeit zu Warren Buffett und Berkshire Hathaway, der das ja ähnlich macht. Nur dass halt bei Berkshire Apple ja mit knapp 40% Gewichtung, knapp 50% fast schon Gewichtung, die größte Wette ist. Aber natürlich die Warnung auch, sowas kann und sollte man nur dann machen, wenn man wirklich vorher auch extrem gut recherchiert hat. Und das macht Burry. Burry ist ein exzellenter Analytiker, hat auch bei seiner Wette auf den Zusammenbruch des US-Immobilienmarktes sehr, sehr genau geschaut, welche Papiere sucht er aus, welche sind am anfälligsten. Wie gesagt, wenn ihr euch das nochmal nachlesen wollt, wirklich sehr lesenswert. www.aktien-report.de, einfach auf den Link unten klicken, dann könnt ihr im Archiv auf diese Story zugreifen. Und hier im Video schauen wir uns noch die restlichen 10% des Portfolios an und auch diese 10, also wie er diese 10% dann aufgeteilt hat, finde ich sehr spannend. Da baut er nämlich ganz so eine Art Themenpakete auf. Das heißt, er sucht sich eine Branche raus, die extrem abgestraft worden ist. In dem Fall ist es der Shipping-Sektor und greift dann seine Favoriten raus. Er hat da zum einen Genco Shipping, GNK, US-Kürzel und Golden Ocean, GOGL. Das sind sogenannte Dry-Bulk-Carriers. Das heißt, die transportieren trockene Schüttgüter wie Eisenerz, waren auch massiv unter Druck geraten. Übrigens auch wie Cleveland Cliffs, ein Eisenerz- und Stahlhersteller, die auch im Portfolio von Michael Burry waren. Und dann hat er noch Scorpio Tankers, STNG, kurz eine klassische Öltankeraktie und ein paar reine Ölaktien, unter anderem auch Occidental Petroleum, OXY als Kürzel und Occidental Petroleum, vielleicht klingelt es da beim einen oder anderen, genau die befinden sich auch im Privatportfolio von Warren Buffett. Also hier eine weitere Gemeinsamkeit. Dann nur als Beispiel Lumen. US-Kürzel LUMN, Kommunikations- und IT-Dienstleister. Auch hier sehr interessant, eine Art Turnaround-Story, aber eine Aktie mit sehr hoher Verschuldung. Das heißt, wenn es tatsächlich zu deutlich höheren Zinsen kommen sollte, wäre das sehr, sehr schlecht für Lumen. Und das ist eigentlich das Szenario von Burry. Aber er sagt sich da wohl auch quasi als eine Art Hedging-Position. Falls ich falsch liege, weiß ich, dass diese Lumen bei niedrigen Zinsen höchstwahrscheinlich sehr gut performen würden. Also hier Long Lumen quasi als Hedging seiner Hauptmakrowette. Und ähnliches gilt auch für Meredith MDP, kurz ein Oldschool Medienkonzern mit sehr niedriger Bewertung, aber auch sehr hoher Verschuldung. Auch hier die gleiche Situation, meiner Ansicht nach eine Art Hedging für seine Hauptmakrowette. Und dann kommen noch dazu, zu guter Letzt, ein paar extrem spekulative Wetten auf den Bereich Biotech, auch synthetische Biologie, Marinus Pharmaceuticals, mRNS, ARPO Pharmaceuticals, ARPO Kürzel und Zymeworks, ZYME, neue Emission aus dem Bereich synthetische Biologie und noch ein SPAC namens Vector Acquisition, VACQ
Kürzel, da wird Rocket Lab eingebracht, eine Art Mini-SpaceX, also SpaceX, das Weltraumprojekt, das sehr erfolgreiche Projekt von Elon Musk, ja. Diese vier Positionen zusammengenommen machen aber nur 1,5% seines Portfolios aus, eine Art Zuckerpositionen von Michael Burry. Die Risiken natürlich enorm bei diesen Positionen, aber wenn wirklich nur eines dieser Unternehmen zu einer Erfolgsgeschichte werden sollte, könnte der Ertrag eben enorm sein. Soviel mal zum Portfolio von Burry. Was nehmen wir jetzt da genau mit? Also ich muss sagen, je mehr ich mich beschäftigt habe mit diesem Portfolio, umso besser finde ich es, umso spannender finde ich es, was er da macht. Nicht unbedingt für jedermann geeignet, ganz klar, weil er eben ein sehr aggressiver Anleger ist, aber auch Spekulant, wenn man so will. Aber selbst wenn es auf den ersten Blick schockierend sein mag, diese knapp 40% Short-Gewichtung von Tesla, er versteht es eben trotzdem, diese Short-Gewichtung, diese Short-Position sehr gut abzusichern, zu hedgen, zum einen, weil er eben das über Putz macht und nicht direkt Short geht, zum anderen eben auch, weil er entsprechende Gegenpositionen aufbaut, wenn er mit Tesla falsch liegen sollte. Und das ist überhaupt das, was mir bei Burry am besten gefällt. Er investiert sehr aggressiv, sichert sich aber trotzdem ab bis zu einem gewissen Grad mit bullischen Wetten eben auf starke, solide Unternehmen wie Alphabet, Facebook, Kraft Heinz und CVS und geht dann in Sektoren long mit geringer Gewichtung, die massiv unter die Räder gekommen sind, genauso mit sehr spekulativen Aktien, antizyklische Wetten wiederum, und mit denen hedgt er dann teilweise auch wieder seine Makro-Bet. Und was mir im Biotech-Bereich so gut gefällt, ihm ist vollkommen klar, dass diese Spekulationen wahrscheinlich nicht aufgehen würden, dass der eine oder andere Totalverlust dabei sein wird mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber es kann er verschmerzen, weil er eben die nur sehr gering gewichtet. Geht aber einer dieser Wetten auf, dann kann sich so eine Aktie auch mal verhundertfachen oder noch stärker steigen. Und genau so sollte man meiner Ansicht nach an der Börse bei sehr spekulativen Aktien auch verfahren. Und übrigens meiner Ansicht nach auch bei Kryptowährungen. Risiken über die Gewichtung begrenzen. Das heißt, Totalverlust einkalkulieren, aber dann eben auch laufen lassen, wenn es in die richtige Richtung geht, wenn sich ein überraschender Erfolg abzeichnet, eventuell dann sogar nachlegen, pyramidisieren, das heißt, in steigende Kurse dann die Gewichtung erhöhen, also das Risiko sinkt ja entsprechend dann, und insofern dann in steigende Kurse hinein pyramidisieren, und dann kann aus einer unbedeutenden Position schnell eine richtig große Erfolgsgeschichte werden mit richtigem Impact aufs Gesamtportfolio. So viel zu Burry. Jetzt habe ich natürlich sehr gelobt. Das gilt natürlich wie immer auch. Gurus, gerade auch Gurus, können falsch liegen. Meine Erfahrung aus 25 Jahren ist ganz klar, die vertraut niemandem blind. Ja, versucht immer selber mitzudenken und baut nicht blind irgendwelche Portfolien nach, speziell von Leuten, die ihr auch nicht gut kennt. Das nur als Warnung zum Abschluss. Trotzdem, ich bin ein Fan von Michael Burry und ich finde, man kann einfach sehr viel lernen aus dem, wie er an der Börse agiert, und das zeigt er einfach auch, ja, wie lukrativ die Börse sein kann, wenn man es clever angeht. So viel für heute. Falls euch das Video gefallen hat, klickt gerne auf den Abonnieren-Button unter dem Video, aktiviert das Glöckchen, dann sehen wir uns wieder am kommenden Mittwoch zum nächsten Video. Ich bin Armin Back, wir sehen uns. Ciao, ciao.